Warum darf ich das jetzt nicht mehr verwenden? Ich würde gerne einen Pilz essen. Auch wenn ich im Real Life niemals Pilze essen würde, würde ich dem guten Kerl halt jetzt doch hier so einen Fliegenpilz gönnen. Für den Trip. Hey Leute, was geht ab? Ich bin's Fipman, hier bei Players Only und ich habe heute das große Vergnügen für euch, Werewolf The Apocalypse Earthblood auf der PlayStation 5 anzuspielen. Werewolf The Apocalypse Earthblood ist eine Pen-and-Paper-Vorlage im World of Darkness-Universum, wo unter anderem auch Vampires the Masquerade spielt. Entwickelt wurde das ganze Spiel hier von einem französischen Entwicklerstudio namens Cyanide, welches verantwortlich ist für Styx Shards of Darkness, einem verdammt geilen, richtig oldschoolen Stealth-Game. Wir befinden uns jetzt hier gerade ungefähr 2 Stunden nach dem Prolog in einer einem Trainingseinheitsbereich von Andrim, der Firma, der wir hier auf den Grund gehen müssen, gerade aktuell nach der Story. Das hier ist unser Hauptcharakter Kal-El und der arme Kollege musste wirklich schon in den 2 Stunden Prolog einiges erleiden, was ich euch natürlich jetzt nicht spoilern möchte, das müsst ihr dann selber erleben. Wir haben hier die Silberration der Firma gefunden und da wir ein Werwolf sind, ist das natürlich die größte Waffe, um uns irgendwie zu besiegen. Und apropos Werwolf, darf ich euch kurz die eine super geile Stealth-Form vorstellen, die Lupus-Form. Mit dieser Form können wir uns fast unhörbar durch die Map hier schleichen, an den Wachen vorbei. Und ich glaube, genau das müssen wir nämlich jetzt tun, weil, wenn wir mal kurz unsere Werwolf-Sicht anschmeißen, sehen wir versteckte Kameras, die uns orten können und jede Menge Gegner. Ich würde sagen, wir folgen jetzt einfach mal hier der Hauptstory weiter und schauen mal, was passiert. Eventuell werden wir jetzt gleich auch noch direkt die Kampfform von Kal-El sehen, die bis jetzt mein absoluter Favorit ist. Aber dazu werden wir dann später mehr sehen, wenn es soweit ist. Wir schleichen uns erstmal hier runter und schauen einfach mal, wie wir hier durchkommen. Also ein offener Kampf ist, glaube ich, unvermeidbar. Da steht ein riesengroßer Typ mit einem Schild und noch jede Menge kleine Fußsoldaten und die Kameras. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier durch und schauen mal, was passiert. So, die Tür ist auf. Die Kamera. Na. Ich bin mal gespannt, ob das gut geht. Und da steht auch schon einer, der guckt genau in meine Richtung. Ob ich da vorbeikomme? Ja, er späht mich sofort. What? Und der kommt auch auf mich zu. Alles klar. Das wird ein offener Kampf. Ich hab's vorher gesagt. Oder ne? Bis jetzt hat mich noch niemand gesehen. Optimal. Okay, mal schauen, wie die sich verteilen. Eben hatte ich wenigstens noch die Möglichkeit, irgendwo in einem gesonderten Raum die Kameras abzuschalten. Das hatte ich jetzt leider nicht. Oder ich habe den Raum einfach nicht gesehen. Das ist auch möglich. Okay, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir hier ungesehen durch, ohne den offenen Kampf? Ah! Oh, das war sehr knapp. Das war wirklich sehr knapp. Okay. Wir haben hier für Ablenkung gesorgt, glaube ich. Oh, der Pegel geht genau hier unter uns drunter. Okay, kommen wir hier vorbei? Ja. Okay. Wenn man die Möglichkeit hat, Stealth zu spielen, möchte ich diese natürlich auch extrem ausnutzen und so lange unentdeckt bleiben, wie es einfach nur möglich ist. Deswegen gehen wir hier mit Bedacht vor und die erspähen uns alle sofort. Also wir spielen gerade aktuell auf der mittleren der 3 Schwierigkeitsgrade und die ist bis jetzt wirklich ziemlich knackig. Also durchlaufen ist hier wirklich nicht. Ihr seht's. Ich laufe einfach nur hinter einer Deckung vorbei und sie erspähen mich schon. Genauso knackig ist auch das Kampfsystem. Es ist zwar Hack and Slash, ja, aber der gute Kal-El hier auch in seiner Kampfform ist nicht der Tank, wie man sich ihn dann vielleicht vorstellt in der Form, sondern man muss halt wirklich achten, was man macht und welche Gegner gerade auf einen zustimmen. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Kommen wir eventuell hier durch. Na, okay, der sieht mich komplett, der sieht mich komplett. Das war's. Okay, okay. Dann ab geht's in den offenen Kampf. Darf ich vorstellen? Das ist die Werwolf-Form von Kal-El, mit der wir uns im Kampf vergnügen dürfen. Okay. Bam, Junge. Na, okay, okay. Einmal hinrichten, den Kollegen. Ah, okay, okay. Es gibt auch noch verschiedene Kampfmodis hier auf R2, wie ihr seht. Man kann die Kampfhaltung damit
ändern und andere Attacken machen, die viel durchschlagskräftiger sind, wie ihr seht. Dann kann man noch mit L2 und den Tasten X, Dreieck im Kreis und Viereck natürlich verschiedene Special Moves ausführen, wie das hier zum Beispiel. Das ändert sich dann auch pro Kampfhaltung individuell wieder. Und das hier waren bis jetzt auch wirklich, bis jetzt im ganzen Game, meine schlimmsten Hassgegner, die Schildfuzzis. Okay, wir müssen uns mal heilen. Oh, oh, oh. Ah, was ich auch sehr, sehr mag an diesem Spiel hier, ist erstmal generell das Kampfsystem, aber auch im Kampf die Musik im Hintergrund, die treibt einen richtig an. Aber wir haben es gemeistert. Wir haben es trotzdem noch gemeistert. Aber ich habe eben auch mal auf der allerhöchsten Schwierigkeit der drei gespielt und da sah das ganz, ganz anders aus. Also da muss man wirklich wissen, was man tut. Sonst beißt man ziemlich schnell ins Gras, muss ich sagen. So. There we go. Den gesammelten Sprengstoff von vorhin platzieren wir hier mal und dann machen wir uns vom Acker, oder? Gelange ins Kontrollzentrum. Let's go. So, und was ich auch noch herausgefunden habe, ist zum Beispiel, wenn wir uns auf Kreis verwandeln in die Schleichform, können wir uns einfach viel schneller durch die Map hier bewegen, anstatt so in diesem Tempo schleichen, obwohl gerade kein Gegner vor uns. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr wertvoller Tipp, den ich euch mitgeben kann. Man ist schnell unterwegs, definitiv, aber man muss trotzdem ab und zu auch mal den Wolfsmodus einsetzen, damit man nicht zufällig dann in eine Menschenmenge reinrennt. Deswegen, habt das immer noch im Hinterkopf. Ihr seid zwar schneller, aber so werdet ihr auch viel schneller entdeckt. Auch Scharfschützen positioniert, okay. Die sind auch neu dann. Ah, ich habe locker den Raum übersehen, wo ich die Kameras ausstellen kann. Ich bin mir ziemlich sicher. Da war der Fippmann wieder ein bisschen zu voreilig und da kommen sie direkt. Oh mein Gott, nein. Es war so klar, dass mindestens einer da von hochkommt. Aber egal, den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns. Kriegen wir den schon hier über die Planke? Nope. Was natürlich auch cool wäre, à la Hitman, wenn man jetzt den Körper aufheben könnte und irgendwo verstecken könnte. Weil die Wachen werden tatsächlich auf, ich sag jetzt mal, Leichen, die hier rumliegen, wirklich aufmerksam. Und gehen aktiv dann suchen, so wie der Kollege hier unten. Der hat es schon gesehen. Okay. Ich muss hier weg. Ich muss hier wirklich schnell weg. Klopf, klopf. Trophäe erhalten. Nice, und ich wurde schon wieder gesehen. Nein. Nein. Okay, aber wir haben ja noch den hier in der Hinterhand. Oh mein Gott. Also wie gesagt, wir spielen auf der mittleren der drei Schwierigkeitsgrade und die Wachen sind einfach wirklich aktiv. Ihr seht's. Ich war komplett versteckt. Eigentlich dürften die mich gar nicht gesehen haben. Okay. Kann man den noch werfen, den Kollegen? Ne, leider nicht. Boah, ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ne, woran mich das Gameplay hier erinnert, auch mit dem das ganze Kampfsystem und auch hier mit dem Hinrichten, Festhalten, das erinnert mich komplett an Hulk von damals auf der PlayStation 2 oder GameCube war es, glaube ich. Daran erinnert mich das komplett und das erweckt richtig geile Kindheitserinnerungen, ziemlich geil. Wer kennt das Spiel von damals? Haut's mal in die Kommentare rein. Hier, das würde mich mal ziemlich interessieren. Wer kennt noch das richtige Oldschool Hulk? Was hier in diesem Kampfsystem-Style ist. Und da ist der angesprochene Macron gerade eben. Ich sehe schon, meine Energie ist wieder nur auf der Hälfte. Okay. Dann heilen wir uns mal eben. Zum Glück können wir das. Und ich glaube, wir haben gleich, wenn der lila Balken da oben voll ist, haben wir den Rage-Mode aktiv. Dann geht's richtig zur Sache. Wechseln wir mal eben noch die Kampfhaltung. Oh yes. Die Schildheinis, Mann. Die Schildheinis nerven echt überall. Nicht nur in Valhalla, auch hier nerven sie. Okay, okay, wechseln. Okay, wir haben ihn gleich. Okay, Mac ist down. Bleibt nur noch das Fußvolk. Easy going. Und genau jetzt natürlich ist unsere Rage komplett full. Wir verwandeln uns zurück. Das passiert automatisch, muss ich dazu sagen. Ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, aktiv, wie man wirklich in diesen Kampfmode reingehen kann. Ich weiß nur, dass wenn man Kreis drückt auf der PlayStation jetzt auf jeden Fall, kann man in die Lupus-Form gehen, in die tatsächliche Wolfsform. Aber wie man in die andere Form wechselt, das weiß ich wirklich noch nicht. So, alright. Ab in den Lüftungsschacht. Das kann man auch nur in dieser Form, anders ist es nicht möglich, hier einzutreten. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen, ob wir irgendwie tatsächlich dann da oben rauskommen. Aber scheint nicht so. Ich bin einfach nur im Kreis gelaufen. Ja, moin.
Okay. Okay, offensichtlich die Tür natürlich. Ja, wie soll es auch anders sein? Okay, und das, hier kann ich glaube ich auch die, genau, hier kann ich glaube ich auch die Kameras ausstellen, oder? Jawohl, Kamera aus und die Tür wird geöffnet. Das finde ich auch ziemlich cool, dass man hier wirklich entscheiden kann, was möchte man öffnen, was möchte man schließen. Das ist ziemlich cool. Okay, und ich würde sagen, wir gehen da raus jetzt. Sobald man in dieser Form ist, dieses Tippeln einfach nur der Pfoten, ist so leise. Und trotzdem wird man so leicht gehört, also beziehungsweise auch gesehen. Das ist wirklich crazy. Aber ey, ein bisschen eine Herausforderung muss ja sein. Ich stehe auf jeden Fall drauf. Eine knackige, coole Herausforderung. Speichern erfolgreich. So soll es sein. Das finde ich auch ziemlich cool. Die Save Points sind ziemlich fair, muss man sagen. Okay. Da oben ist eine Kamera, da ist auch keine Kamera. Und jede Menge Soldaten. Den holen wir zuallererst, glaube ich. Der sieht am gefährlichsten aus. Sie sieht irgendwie aus wie ein Offizier. Kriegen wir den hier von der Seite? Auf heimlich? Ja. Oh, ich dachte, der sieht mich. Den holen wir uns auch auf jeden Fall. Wir machen die jetzt alle hier selfmäßig platt. Nice. Und ihr seht es auch unten links. Überzornig werden. Die Anzeige füllt sich. Was bedeutet quasi, jetzt ist sie voll. Jetzt haben wir einen Punkt voll. Wenn wir jetzt in den offenen Kampf gelangen müssten oder gezogen würden, wäre unsere Kampfform nochmal stärker, was auch ziemlich cool ist. Das heißt, das Stealth macht wirklich... Oh mein Gott, sie haben mich schon wieder gesehen? Hä? Wie ist das möglich? Aber was ich sagen wollte, das Stealth macht dann eigentlich wirklich Sinn. Wenn man mit Bedacht vorgeht und schleicht und damit erfolgreich ist, ist man im Kampf später stärker. Aber es ist unumgänglich jetzt. Ich wurde wieder gesehen. Oh mein Gott, nein. Das muss ich definitiv noch üben hier im weiteren Let's Play. Dass wir auch mal so eine komplette Area hier stealth-mäßig clearen können, weil das ja, kann wohl wirklich nicht sein. Ich meine, ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen, liebe Zuschauer. Ich war absolut nicht in Sichtweite. Und unser Rage-Mode ist natürlich auch wieder runter. Das heißt, ich muss erstmal wieder hochkämpfen. Aber gar kein Problem. Ah, die Form gefällt mir dann ein bisschen besser. Die ist ein bisschen agiler und schneller und stärker irgendwie. Ah, geil, man kann das noch gedrückt lassen. Nice. Let's go, Kopf abgerissen. Warum nicht? Geil. Das Kampfsystem macht wirklich, wirklich Laune. Es ist so butterweich, es geht richtig schnell von der Hand. Das erinnert mich, wie gesagt, an Hulk. Aber auch diese ganz Klassiker wie God of War. Dieses richtig gasse, geile, klassische Hack and Slay. Ziemlich, ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Alright, was haben wir hier? Ah, Armbrustpfeile, genau, das wollte ich euch auch noch zeigen, die Armbrustpfeile. Komplett vergessen, jetzt können wir es machen, jetzt sind wir weit weg. Wir haben die Möglichkeit, wir haben drei Pfeile aktuell, mit unserer Armbrust komplett unentdeckt. Eigentlich sollte es unentdeckt sein, auf die Gegner zu zielen und diese auszuschalten. Oh mein Gott, okay. Oh Mann, das war jetzt wieder so ein richtiger, klassischer Fippmann-Mega-Fail einfach. Aber gut, wir kriegen es trotzdem noch irgendwie gelöst. Irgendwie ist das jetzt machbar, wir schleichen uns durch. Erstmal nehmen wir den einen wieder mit. Easy. Na, so sieht's aus, Kerl. Spatz. Ja, der Mac. Nein. Machen wir die Tür nochmal zu. Oh, das war knapp. Macht er die auf? Jetzt bin ich mal auf die KI gespannt. Also bis jetzt kann ich eigentlich nur Positives über die KI sagen, weil die wirklich... Ihr seht's. Sie kommt aktiv auf einen zu, obwohl man bestimmt gefühlt 20 Meter entfernt ist irgendwo. Und direkt rote Augen. Das darf eigentlich auch nicht sein. Ich war in einem komplett anderen Raum drin. Der sieht ein bisschen zu gepanzert aus, der Kollege. Den werde ich, glaube ich, nicht mit der Armbrust kriegen, aber den könnte ich mir jetzt so holen. Jo. Hat funktioniert. Nice. Jetzt hat der mich auch gesehen. Ah, damn it. Come on, Spiel, bitte. Aber egal. Das Kämpfen ist immerhin auch ziemlich geil. So. Oh mein Gott, der kommt mit Kettensänger dran. Holy shit. Ich habe auch noch nicht ganz herausgefunden, wie ich den Rage irgendwie schneller boosten kann, dass der schneller hoch wird. Ah, tricky, tricky, tricky. Oh, okay. Oh. Halt. Und auch schwer wäre es das jetzt längst wieder gewesen. Also ich habe es eben, wie gesagt, getestet und...
das ist ziemlich knackig. Aber da stand gerade, ich kann den hinrichten. Ich kann den Mech hinrichten. Nice. Ich hasse Exos. Eigentlich nicht. Wow. Okay, die Schrotmunition macht auch ordentlichen Damage. Dann gibt es auch noch, genau, noch eine andere Munitionsart gibt es hier, und zwar Silber. Wie wir ja gerade eben gesehen haben am Anfang, die Silbervorräte. Wenn die uns treffen, nimmt die uns dauerhaft Leben weg. Das ist auch ziemlich unfair und bitter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich auch schon das ein oder andere Mal ins Gras gebissen. Okay, komm. Regeln wir. Wir müssen auch jetzt im nächsten Part dann auf jeden Fall mal abchecken unseren Skilltree, weil wir haben bestimmt schon 2, 3 Skillpunkte bekommen. Und da ist der Zorn. Die Raserei ist voll. Und mal wieder zu spät. Oh ne, nicht zu spät. Absolut nicht zu spät. Jetzt können wir sie einsetzen. Raserei, let's go. Jetzt machen wir mal ernst hier. Mal schauen, was können wir jetzt? Okay, wir nehmen keinen Schaden. Wir sind absolut unbesiegbar. Okay, es ist offiziell. In der Raserei sind wir absolut unbesiegbar. Holy shit, also das Kampfsystem mega, mega nice. Macht, oh, das macht Laune. Da könnte ich mir schon vorstellen. Oder was ziemlich nice wäre, wäre so ein fetter Arena-Mode dann, wo man einfach nur Wellen überleben muss oder so. In den verschiedenen Formen. Man weiß auch nicht, eventuell, ich weiß, also wie gesagt, ich weiß es auf jeden Fall nicht, eventuell gesperrt, kommen noch andere Verwandlungsformen hinzu. Das wäre auch ziemlich cool. Oder Erweiterungen einfach nur. Das wird die Zeit dann zeigen. Okay, was sollen wir tun? Zerstöre Androns Trainingszentrum. Genau, deaktiviere. Wenn, was stand da? Wer soll denn bitte so schnell lesen? Hallo? I'm almost at the control room. Genau, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ich meine, ihr seht's, das blinkt auf. Und das bedeutet eigentlich immer für mich irgendwie, man kann das... Man kann das aufnehmen, aber das ist nicht möglich hier... Oh doch, verwenden! Verwenden! Warum darf ich das jetzt nicht mehr verwenden? Ich würde gerne einen Pilz essen. Auch wenn ich im Real Life niemals Pilze essen würde, würde ich dem guten Kerl halt jetzt doch hier so einen Fliegenpilz gönnen. Für den Trip. Okay, vielleicht muss ich dafür echt... Okay, nee. Geisterpunkt. Jawohl. Okay, was immer das jetzt auch gebracht hat. Ist es ein Geheimnis gewesen oder nicht? Das wird sich alles noch herauszeigen, herausstellen. Alles klar, es wird sich herauszeigen, Fippmann, ne? Geil. Geil, okay. Links oder rechts? Wir gehen erstmal links, den nicht offiziellen Weg. Ein paar Secrets oder so. Und da sehe ich doch schon was. Irgend so eine Figur, die sagt, nimm mich mit, Fippmann, nimm mich mit. Und auch diese Figur darf ich nicht mal... Also man kann wirklich nur aufsammeln, wenn man in dieser Detektivsicht, Hundesicht ist. Okay. Aber sowas feiere ich dann auch wieder, dass sich erkunden wirklich lohnt und man so ein paar Special Items für Geister, diese Geisterpunkte, weil das ist ja die Anzeige für Skillpunkte, wenn mich nicht alles täuscht, genau. Finde ich cool, dass man so dann eben die Leiste füllen kann. Was ich auch verrückt finde, was mir eben aufgefallen ist, man kann einfach die wehrlosen armen Doktoren und Professoren einfach komplett hier hinrichten. Das ist schon ziemlich brutal. Habe ich mir auch gedacht, ja, alles klar. Läuft. Weil machen tun die eigentlich nicht, sie alarmieren zwar, aber das würde ich natürlich auch machen, wenn ich jetzt die einen so rumschleichen sehen würde, aber ansonsten angreifen tun die nicht. Aber gut, jetzt zeigen wir mal den Skill. Jetzt zeigen wir mal den Skill den Zuschauern hier. Wir kommen easy vorbei. Nice. Och, come on! Okay, das Spiel will, glaube ich, hier, dass man kämpft, ne? Dann muss ich mich ja gar nicht abmühen, ey. Ich... Holy. Wir schlachten jeden ab. So, ey, es gab so eine verdammt geile Cutscene vorhin nach dem Prolog. Die war unfassbar geil. Wo man das erste Mal in diese Form hier gegangen ist. Das müsst ihr euch wirklich geben. Hatte schon leichte Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das letzte Mal auch, dass ich irgendwie ein Spiel mit Werwölfen gespielt habe, war... Wie heißt es jetzt nochmal? Oh Gott, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Da könnte man auch Werwölfe und Vampire spielen. Ich glaube, jeder von euch, der hier gerade zuschaut, weiß direkt, ah, Fippmann, alles klar, ich weiß, was du meinst, aber mir fällt es gerade partout nicht ein.
Ah, Underworld, ganz genau. Es war Underworld. Jetzt habe ich's. Das war das letzte Spiel, wo man so richtig mit Werwölfen und so weiter unterwegs war. Deswegen sagt mir das Setting auch so zu. Es gibt nichts, wie gesagt, nichts Cooleres wie Werwölfe, Max und ein geiles Kampfsystem dazu. Und ich frage mich auch gerade allen Ernstes, wie habe ich es eben geschafft, meine Combo-Leiste auf 55 hochzukriegen? Da war ich aber in einem anderen Modus unterwegs und jetzt hier blamier ich mich vor euch. Darf auch nicht wahr sein. So nicht, Kellhell. Jetzt leg mal los hier. Bam, da haben wir's. The ventilation system's down. Oh yes, Levelaufstieg. Du hast 5 verfügbare Geisterpunkte. Die schauen wir uns jetzt mal an. So, Scharfschütze erlernen 1. Was können wir hier überhaupt tun? Elektropfeile. Oh, ziemlich nice. Es ist, okay, taktisch und Kampf gibt es. Ah, gerade erst gesehen. Ich wäre erstmal für den Kampf. Und wir fangen, ein Plus ist immer Leben. Regenerationssymbol. Nach einer Heilung stellt Krynos nun zusätzliche Gesundheit wieder her, wenn er Feinde trifft. Das ist nice. Machen wir sofort. Der Krynos kann nun in der Luft mit Rasen angreifen. Alright. Brüllen, aha. Der Krynos kann nun brüllen. Brüllen wirft umgebende Feinde zu Boden. Auch ziemlich nice. Jägerangst. Willensstärke, okay. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal das hier. Den Rest schaue ich mir dann im Nachgang an. Und halte euch dann auf dem Laufenden, was es da für geile Optionen gibt. So. Ab dadurch. Also ich werde immer mehr warm mit dem Spiel. Ziemlich, ziemlich cool. Okay, das sollte so sein. Auch die Sprunganimation von dem Hund. Die ist so lustig. Die ist so lustig, aber ey. Was soll's? Rein da. Und einmal kurz umgedreht und da sind die nächsten Fliegenpilze. Reiner Kellhell. Kriegen wir vielleicht noch den nächsten Geisterpunkt voll. Das wäre auch ziemlich nice. Oh, direkt wieder Levelaufstieg. Ja, nice, Mann. So soll's sein. Androns Trainingsanlage. Damit ist das Level auch abgeschlossen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt fürs erste Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar zu diesem Video hinterlasst, den Kanal von Players Only abonniert und uns damit supportet. Das würde mich extrem freuen. Danke fürs Einschalten, liebe Leute. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Bis denne. Tschüss.